Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 mit, ja, mit den Ahnen der Bella Grusel in Merkwürdighausen und bei der Familie Kurios. Und das hier ist unser Lutz Kurios, der letzte der Kurios-Brüder ist noch übrig, wenn er dann noch gestorben ist. Und ich bin mal gespannt, vielleicht hat er ja noch einen Tag, das könnte, glaube ich, fast noch sein. Also momentan ist er 75. Dann haben wir noch, ja genau, wir haben noch die beiden außerirdischen Kurioskinder noch übrig. Lutz hatte ja damals keine Kinder mehr gemacht gehabt. Naja, gut, von ihm sind dann quasi die, ja, die Neffen noch da. So, und unser Nervus, den habe ich ja momentan auch noch hier belassen und irgendwie, also ich denke mal erstmal, den lasse ich auch noch hier. Egon ist hier gerade, der hat gerade noch Hunger. Er hat jetzt 4 Tage frei. Wow, was machen wir denn mit dir, mein Lieber? Und Kurt, wo ist der momentan? Der will hier draußen ein bisschen sitzen. Naja, okay, wenn du den möchtest. Wenn es halt Schneien anfängt und so, wenn du das interessant findest. Oh, Belinda hat heute Gordon Buchholz mitgebracht. Das ist ja cool. Dann gehen wir doch mal gleich zu ihr hin. Du hast Gordon mitgebracht. Jetzt gucke ich mal, Gordon. Oh, wir wissen noch nicht, wie es um euch beide steht. Wo ist er denn? Da ist er. Wir checken doch mal gleich ab hier. Sim abchecken. Oh, wir mögen ihn nicht. Naja, gut. Dann können wir ihn eigentlich gleich wieder nach Hause schicken. Was ich gerne machen wollte, ist ja, dass die sich alle mal ein bisschen besser... keine Ahnung, was weiß ich. Sorry, wenn ich da jetzt keine große Lust habe, immer das durchzulesen. Ihr könnt ja, wenn ihr das gerne machen würdet, möchtet, gerne anhalten. Aber manchmal ist das einfach, wo ich sage, ich habe jetzt keine Lust dazu. So, ihr beiden, kommt. Ihr müsst mal ein bisschen abhängen und euch wieder ein bisschen besser vertragen und... das war damals, wo Kurt mit ihrer Mutter so zusammenkam. Da haben sie sich irgendwie, ja, wieder entzweit, weil, ne, das, dieses Freund fürs Leben waren sie ja immerhin mal. Minus 58. Mein Gott. So, dann lasse ich die beiden mal hier. Ich hoffe, die erfrieren jetzt nicht ein. Lutz braucht noch ein bisschen, ja. Tamara, wann kommst du eigentlich nach Hause? 17 Uhr, okay, das ist also noch ein bisschen hin. Okay. So, könnte sich vielleicht irgendjemand mal um Kathi kümmern? Kathi liegt hier oben. Ach nee, die schläft, oder? Unser kleine Außerirdische, eigentlich, wenn ich es mir so richtig bedenke, ist sie ja so nicht nur halb Außerirdische. Ich habe ja irgendeinen Part mal halb Außerirdisch genannt. Egon und Kurt sind ja halb Außerirdisch und sie ja eigentlich dann nur noch ein Viertel, ne? Wenn man es richtig nehmen will. So, Nervus, oh, wie schön. Du bist wach. Wach mal auf, dann kannst du dich was... Du kannst du mal was anziehen. Kannst du hier benutzen und guck mal, hier, das pflegst du mal bitte. Das muss mal wieder gemacht werden. Bis morgen. Tschüss, Gertrude. Kümmert sich auch nie jemand um Gertrude. So, meine Katze kommt jetzt hier wieder. Und, ja, du kannst... Genau, du kannst dich hier hinlegen. Komm. Egon, wollte ich. Wo bist du denn? Ah, du hast hier dich mit dem Gordon. Okay. Wie schaut es denn allgemein mit Freundschaft aus? Das würde ich jetzt mal kurz gucken wollen. Naja, so ein paar. Das, die hat er aber noch so von früher. Mit der Alexa. Was ist das? Greta Lamperts. Keine Ahnung, wo er die. Ich glaube, von der Arbeit her. Okay, du könntest einfach mal ein bisschen... auch Freundschaft machen. Wie sieht es bei dir mit der Family aus? Und gut, Kathi noch. Ansonsten verträgst du dich eigentlich mit allen. Ich meine, gut, mit Belinda könnte es noch ein bisschen besser sein, aber Belinda ist gerade beschäftigt. Von daher lasse ich das auch erst einmal. Also das wäre jetzt wirklich so mein heutiges Ziel, dass... Was macht sie denn da? Sie liegt hier irgendwie... Ich muss mal gleich gucken. Dass die sich alle mal heute... Ja, ein bisschen befreunden. Und jetzt bei ihm jetzt zum Beispiel... Hier, ruf mal die Lydia an.
Einfach nur mal plaudern. Warte mal, ich muss mal noch mal gucken. Genau, vielleicht, das dürfte relativ schnell gehen. Was macht sie denn da? Sie liegt ja mehr. Ist es nicht süß? Das ist irgendwie ja goldig. Wie sieht es mittlerweile aus? Minus 13. Perfekt. Ja, sie hat in 2 Tagen Geburtstag. Und ich würde dann auch zu dem Zeitpunkt den Ibrahim und den Rolfi Ruf auch auf jeden Fall mit altern lassen. Bei Juan und Joe weiß ich leider nicht, wie gut ich mich mit denen vertrage. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Oh, mit Alexa. Warum hat sie mit Alexa so ein Problem? Keine Ahnung. Okay. Lutz verliert etwas Begeisterung für Musik. Müsste der auch jetzt eigentlich... Genau, du bist auch ausgeschlafen. Dann geh mal auf die Toilette. Genau. Ich mache nochmal benutzen. Und dann kannst du ein schönes Bad nehmen. Und du darfst noch ein bisschen Natursachen machen. Und das Blocken hat doch so gut getan. Deswegen Block über Natur. Hinter mir, also ich meine, ich habe jetzt mal wieder 1 Uhr nachts hier bei mir und mitten in unserem Treppenaufgang, da spielt Nala. Ja, da spielt Nala und sie spielen alle drei, nee, eigentlich mehr zwei, mit Bällen und ja, sie schreit immer dabei, also sie redet mit sich selber. Das finde ich gerade irgendwie lustig. So, Egon, du bist hier oben. Was hattest du nochmal? Du hattest... Oh Gott, hast du nicht mal viel besser das hier gemacht? Wissenschaft? Geh mal hier benutzen und baden und dann würde ich... Oh, ich habe echt Angst, dass er nochmal schwanger wird. Nee, also einfach nur durchsehen. Das hoffe ich, das ist hoffentlich okay. So, ich glaube aber Kurt... Oh ja, ihm ist auch noch kalt. Es sieht auch schon viel besser aus. Also du gehst mal rein. Oh, hallo, Tamara. Du gehst mal rein. Und Belinda. Ja, ihr ist ja auch ein bisschen kalt jetzt geworden. Die kann mal runtergehen. Du kannst mal hier benutzen und säubern und irgendwas, was dir Spaß macht. Was hat sie nochmal für ein Hobby? Bastelarbeiten. Ich habe ich irgendwas dafür da? Nee, ne? Die Modelleisenbahn oder dass wir so ein Dings machen können. Das Basteln wäre Bastelarbeiten. Oh Mann. Aber dann könnte ich vielleicht einfach nur Mechanik mit ihr lernen, aber das würde keinen Spaß machen, oder? Oh nein, jetzt verliert sie auch noch die Begeisterung. Okay, dann lern einfach mal direkt Mechanik. Dann ich guck mal, ob es dir Spaß macht. So, Tamara ist hoffentlich... Ah nee, Tamara ist ins Bett direkt. Okay. Hat sich heute jemand schon um Kadi gekümmert? Leute! Achso, nee, da soll blocken. Nervus, kannst du mal hier hochkommen und Kadi halten und Kadi was zu essen geben? Irgendeiner ist ja immer da. So, Kadi die Flasche geben. Ich bin mal gespannt, wie sie als Mädchen aussieht. Haben eigentlich außerirdische Mädels Haare? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Mädchen gehabt. Weil, guck mal, die ist ja auch... Die hat keine Haare. Oh Gott, ich bin gespannt. Aber ich kann sie theoretisch eigentlich ändern im... in diesem Aussehen ändern. Weil ohne Haare fände ich das jetzt nicht so top. Was machst denn du? Was ist denn mit dir passiert? durch die Duschvorhang da. Durch den Duschvorhang. So, Kurt. Kurt hat noch ein bisschen Hunger, glaube ich. Dann geh mal runter und Reste nehmen. Und irgendwas Spaßiges müsstest du noch machen. Wenn ich jetzt sage, wandern gehen. Ob ihm das Spaß macht? Was machst du denn jetzt? Nee, komm. Nervus. Oh, Belohnung, deine Hingabekrönung und Arse. Was macht denn Nervus, dass er... Okay, warum man Natur jetzt gerade kriegt, weiß ich zwar auch nicht. Gut, wir stehen gerade im Weg. Ja, ich weiß. Nervus
Ja, ne, was hat denn damals Erziehung gelernt? Obwohl er selbst nie Kinder gehabt hat, hat er ja auch mitgeholfen, die Kinder zu erziehen. Ich muss aufs Klo. Kann ich leider momentan nicht sehr viel machen, musste mal reingehen. Oh, irgendjemand ist am Telefon? Hey, Andreas, da Alexa sich letztens so gut mit dir amüsiert hat, wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, mit in die Downtown zu gehen. Ach Mann, nee, ich will eigentlich momentan nicht fortgehen. Das ist aber schade. Hoffentlich lernen wir uns bald mal kennen. Okay, warte mal. Ich könnte mit ihm ja mal telefonieren. Hier, das ist dieser Andreas Schiff und der sieht echt. Warte mal, plaudern. Er sieht echt jemanden ähnlich. Guck mal, Schleimer. Aus meinen schönen Sichtungen. So, Nervus. Du kannst vielleicht mal baden gehen. Egon schaut noch hier durch. Gott. Oh, da wird jetzt gleich wieder die Anna da vor der Tür stehen. Oh Mann, Kurt muss zur Arbeit. Da muss ich doch mal direkt. Verdammt. Okay, komm, üb mal. Oh, du gehst ziemlich mies gelaunt jetzt zur Arbeit gleich. Tamara, schläft noch Belinda. Meine Güte. Macht es ihr Spaß oder nicht? Irgendwie nicht so wirklich, oder? Belinda, das müsste dir eigentlich Spaß machen, weil es dein Hobby ist. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Oh, Lutz ist in der Zone. Yay! Lutzi, du bist in der Zone. Einmal Bild. Yay! Eine Natur. Naturzone. Da muss doch jetzt dann auch irgendwann bei ihm hier ins Inventar so ein Teil da kommen. Das Teil da. Ich weiß leider nicht mehr, wem das gehörte. Das müsste Pascal gewesen sein. Und Friedbert hatte doch eigentlich auch eins. Oh, übrigens, mal wieder da sind Belindas Hausaufgaben. Na gut, die hat ja das Wochenende noch frei. Eigentlich könnten wir die Hausaufgaben auch total weglassen, weil. Lasst mich mal überlegen. Sie wird morgen. Ist doch richtig, ne? Morgen wird sie älter, also braucht sie die Hausaufgaben gar nicht machen. So, Belinda, ich glaube, du solltest mal das hier aufhören. Als Belohnung für deinen Enthusiasmus habe ich eine ganz besondere Plakette in deinem Inventar gelegt. Ah, danke schön. Ist sie schon wieder da, die Lana Pfeiffer? So, dann würde ich nämlich sagen, warte, Inventar. Oh, wie schön. Das finde ich jetzt mal cool. Mit Bäumen drauf. Oh, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So, Lutz, somit hast du Platin-Level und du bist in die Zone gekommen und das freut mich total. Magst du noch mal irgendjemanden anrufen? Ich sollte oder wollte doch alle, dass ihr euch befreundet, Leute. Aber mit Lutz macht es wenig Sinn. Also der hat diesen Tag hat er noch, aber morgen wird er, denke ich mal, abgeholt werden. So, Nervus ist irgendwo oben, hat glaube ich noch mal nach Kadi geguckt. Guck mal, mach reparier mal. Eko, ups. Oh, guck mal, wir könnten den mal anrufen, vielleicht nur plaudern. Vielleicht, dass wir dieses Ja, super, genau, dass wir das wegkriegen, das ist doch super. Jochen Weigel, keine Ahnung, warum die beiden. Nur so vor dem Tod nochmal alle Streitigkeiten und Zwistigkeiten belegt, quasi weggemacht. Das ist doch super. Okay, na gut. Egon, was mache ich denn jetzt mit dir, mein Lieber? Die ist immer noch nicht aufgetaucht, obwohl du sie die ganze Zeit beobachtest. Hast du ein Schwein? Oh Mann. So, jetzt komm mal rein und geh mal zu deiner Tochter nach oben und halt sie mal. Und dann kannst du mal, keine Ahnung, knuddeln oder ähnliches. Tamara ist aufgestanden. Die geht mal gerade auf Toilette. Wie sieht es mit deiner Karriere eigentlich aus? Okay, ich muss nichts lernen. Irgendwie habe ich hier nichts vorgegeben.
Also du kannst ja nochmal baden und das hier dann aufwischen. Belinda? Belinda ist unten. Was macht sie? Tagebuch schreiben. Habe ich ihr vorhin nicht irgendwas anderes gesagt? Ich weiß es schon nicht mehr. Gott. Geh mal was essen jetzt. So, und der Egon, den habe ich gesagt, das soll mit... Da ist sie ja. Die Olivia Speck, genau. Ich wusste ihren Namen nicht mehr. Jetzt wird mal geschubst und so. Woher weißt du das eigentlich? Kannst du nicht sehen, dass ich darüber gucke. So, nach Cardassien. Oh, ich glaube, sie hat gerade ja das Bedürfnis, sauber gemacht zu werden. Das machen wir natürlich und dann noch gucken wir nochmal nach ihr. So. Juhu. Sie hat auch wirklich ein hübsches Zimmerchen. Auch das Bild finde ich sogar irgendwie total süß. Huch, singen, ausrasten, wir singen mal was. Wird von der Liste der VIPs gestrichen. Oh, Kurt verliert seinen Job. Oh mein Gott. Das ist jetzt natürlich echt übelst. Gott. So. So, sie will Komfort, dann legen wir sie direkt wieder rein. Und kannst du irgendwas mit Belinda machen? Was macht Belinda nochmal gerade? Sie will ja ein bisschen Spaß haben. Und Egon, würde ich jetzt mal wirklich sagen, wir könnten was zusammen spielen. Foodbag zum Beispiel. Oder spielen Kissenschlacht. Kurt, du bist degradiert worden. Ich mag den Job nicht mehr machen. So ungefähr. Er ist arbeitslos. Was mache ich denn jetzt mit dir? Er hatte schon sein Platin-Level bekommen, ne? So von daher... Was ist mit ihm? Egon? Warum lässt du den... Warum lässt du den Kopf so hängen, Egon? Eigentlich müsste es dir doch gut gehen. Hä? Was jetzt? Ach, Belinda, was machst du denn jetzt? Nein, komm. Komm mal runter. Spielen, Kissenschlacht. Und meinetwegen dann noch fangen oder irgend sowas. Was mache ich denn jetzt mit Kurt? Ja. Ja. So, einmal Kati knuddeln. So, jetzt gucke ich mal Kurt und Tamara. Na, sie können sich nicht wirklich ausstehen, aber... Was mache ich denn jetzt mit dir, Kurt? Freunde. Warte. Nee, lass mal. Komm, guck mal. Guck mal. Ihr könnt mit den anderen ein bisschen abhängen. Das ist doch in Ordnung, denke ich. Ja, was mache ich jetzt mit Kurt? Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was soll ich denn mit Kurt machen? Soll er noch einen Job machen? Also er hat ja schon seinen Platin-Level, von daher. Hier wäre nochmal... Oh. 50 traumhafte Dates, das wäre so sein nächstes Platin, aber ich habe ja eigentlich schon Platin bei ihm, also deswegen wollte ich jetzt gar nicht so viel Konzentration auf ihn legen. Belinda ist mir dann natürlich viel, viel wichtiger, ne? So, die spielt auch mit Egon. Die 100 oben ist schon voll, aber ja, komm, du kannst jetzt, glaube ich, auch mal ins Bett gehen. Das sollte mal okay sein. Lutz ist irgendwie nach oben gegangen, habe ich gesehen. Ah. Der stellt sich mitten in den Weg. Lutzi, geh mal hier hin und benutzen. Und guck mal, du kannst vielleicht ein bisschen singen mit. Nur alleine singen. Und Egon, geht mal vielleicht hier spülen. Dann könnt ihr nämlich hier mal wieder alles was zusammen machen. Zusammen Musik machen, das ist doch auch cool. Da müsste nur noch eine... ans Klavier. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal Tschüss und Goodbye. Ihr könnt mir wirklich sagen, was soll ich denn mit Kurt jetzt machen? Soll er noch einen anderen Job einfach annehmen? Wenn ja, was für einen vielleicht? Wobei ich natürlich auch gucken muss, ob ich das finden werde. Und ja, ansonsten sage ich erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Leiter und Tata.